Probeabstimmung, die Probeabstimmung dem Arbeitgeber geben. Denn wir haben hier in Westfalen, Otto hält sie in der Hand, circa, also wir haben Probeabstimmung auf den Baustellen in Westfalen durchgeführt. Also wir haben hier so über 300. Genau. Ne? Hier sind 300 Probeabstimmungen. Und das sind ehrliche Ruheabstimmungen. Und das macht hier schon was aus. Ne? Und die 300 Kollegen oder 300, circa 300 Kollegen, bis auf zwei Kollegen, haben alle gesagt, wir stehen dahinter. Und deswegen auch das Botschaft, die Botschaft aus Westfalen an die Verhandlungskommission Westfalen steht dahinter und ist bereit. Dieses klare Signal könnt ihr aus Westfalen in Empfang nehmen. Aber sagt denn, dass ihr erwartet, dass wir uns heute Nacht einigen, jawohl, dass sie den Eindruck haben, wir sitzen hier schon und betrachten die Verhandlung als gescheitert. Okay. Kein Problem. Die Frage, ob wir die Abstimmung dann selber auch hier nach. Ich übergebe die dem Verhandlungsleiter und der hat ja, mir auch sie hat das so. Leute, ja. Ich mache das gerne hochbuch mit, weil ja, das ist so interessant immer alles. Ne? Für nicht mehr, also für gute Ideen von uns hast du alle. Ne? Ich sage erstmal danke für eure Unterstützung. Das waren die Kollegen hier. Die Arbeitgeber, ich habe euch die Beschäftigten der Baustellen aus Westfalen und aus Hessen mitgebracht, wie sie leicht verfolgen konnten, habe ich mich ja zu den Diensten der Baugewerbe Westfalen bekannt und bin mal über die Baustellen gelaufen und habe Mitstreiter gesucht, um die Interessen der Arbeitgeber zu befürworten. Leider ist es mir nicht gelungen, die gemeinsamen Interessen durchzusetzen, auch an Baustellen. Ich musste vieles ertragen, viel Leid in den letzten Wochen. Ich bin im Bach geworfen worden. Man hat mich auch in Frankfurt im Flughafen in einem Baulauf geschubst. Es ist wirklich anstrengend, als Arbeitgeber über den Baustein zu gehen. Ich konnte keine Befürworter finden. Ich werde auch heute das Arrangement beim Baugewerbeverband aufkündigen. Ich werde mir den Sicherheitstarifsensor zur Verfügung stellen. Bin aber zu der Erkenntnis gekommen, dass die Solidarität der westfälischen Bauarbeiter sehr stark ist und ich dagegen alleine nicht ankomme. Und ja, die Solidarität hat gesiegt auf der Seite und die Arbeitnehmer haben signalisiert, ein vernünftiges Angebot muss auf den Tisch. Ansonsten werden wir auch dauerhaft die Arbeit niederlegen. Aber die Leute haben immer noch Hoffnung, dass seriös weiter verhandelt wird. Und ich denke, das wäre auch gerecht und respektvoll gegenüber den Beschäftigten auf den Baustellen. Mich haben sie überzeugt. Ich bin es leid, immer die Botschaft in der Arbeitgeber auf den Baustellen zu verbreiten. Ich habe keinen ihrer Kollegen auf den Baustellen getroffen, welchen Arbeitgeber angetroffen hat. Und war er schnell weg und hat das dokumentiert. Ich dachte, in den Diensten möchte ich mich nicht erstellen. Ich möchte heute mein Arrangement als Sendemann bei Ihnen aufkündigen. Das sind die Kollegen, die ich noch mitgebracht habe, die später Stunden. Guten Abend, die Herren uns mal. Können wir da noch was machen? Vielleicht eine Erfolgsprämie? Das Sensen weitergeht? Hat Ihnen das gefallen? Das Sensen nicht. Das Sensen, ja. Ich brauche keine Erfolgsprämie. Wenn Sie was anbieten wollen, da sind die Beschäftigten der Bauwirtschaft, bieten Sie da nicht eine Prämie an, sondern ein faires, vernünftiges Angebot, damit die Beschäftigten und auch Sie in der Bauwirtschaft eine vernünftige Zukunft haben. Denn auch junge Facharbeiter möchten in Zukunft ein vernünftiges Geld verdienen, damit sie ihre Familien ernähren können und Chancen haben. Funktioniert aber nicht mit einer Blockadehaltung. Auf beiden Seiten sollte nicht blockiert werden. Aber das ist ein guter Hinweis, auf beiden Seiten nicht, ne? Ja. Das ist das Wesen von Tarifverhandlungen, dass man Positionen austauscht und am Ende circa 300 Probeabstimmungen überreicht. Die Leute auf den westfälischen Baustellen haben ganz klar gesagt, die Gegenforderungen der Arbeitgeber akzeptieren wir nicht. Wir wollen ein faires für die Arbeitnehmer bereit zu streiken. Das heißt nicht, dass sie unbedingt streiken wollen, sondern die Arbeitnehmer erwarten ein vernünftiges, faires Angebot und hoffen, dass hier und heute
noch ein vernünftiges Angebot der Arbeitgeber auf den Tisch gelegt wird, über das man tatsächlich verhandelt. Und das Geld kommt sicher an. Verstanden. Und das ist eine Herzensangelegenheit Ihrer Beschäftigten, das können Sie mir durchaus glauben. Das ist ein ganz wunderbarer Punkt bei den Kollegen. Auch wenn das tarifpolitisch zugegeben ein schwerer Verhandlungspunkt ist, das wissen wir auch, das ist allen bewusst, aber das ist draußen auf den Baustellen nicht zu vermitteln. Das glaubt man Ihnen als, signalisieren die auch sofort. Als letzte Aktion, wo Sie für die Arbeitgeber als Zinsmann tätig sind. Ne? Genau. Ja, wollen Sie mich beim Board messen? Ja, genau. Okay. So, vielen Dank dir. Schön, Abend. Nein, wir haben andere Gesetzgeber, wer war wieder da. Genau. Also, ihr wollt vernünftige Arbeit. Gutes Verhandeln. Und wir wollen ein vernünftiges Angebot. Okay. Vielen Dank dir.